wieder einmal ist es Zeit, nach Irland aufzubrechen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Und ja, ich habe gesehen, dass während der letzten Folge einiges passiert ist, was irgendwie so ziemlich an mir vorbeigegangen ist. Ich habe dir ja mal so den Plan gefasst, wir bauen jetzt unsere Armee ein bisschen weiter auf und bezirzen dann auch ein wenig den französischen König, damit wir da unser Bündnis schließen können, da er ja mit unserer Schwester verheiratet ist. Und jetzt muss ich feststellen, da ist ein bisschen was in Frankreich passiert, nämlich inzwischen ist irgendjemand, der Fünfte auf jeden Fall, König Clotaire der Fünfte, ist König von Frankreich. Wenn wir uns nämlich mal hier unsere, nicht unsere, aber die Titelgeschichte von Frankreich anschauen, dann sehen wir hier, das war unser Schwager, der unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Wodurch dann unser Neffe König von Frankreich geworden ist. Aber das Ganze auch, können wir das hier in Erinnerung noch sehen? Nee. Bin mir nicht genau. Er ist am 28. Mai 1140 ist er. Hä? Das passt aber nicht. Er ist geboren. Ja, okay, er war ein Jahr lang, unser Neffe war ein Jahr lang König von Frankreich, denn es gab eine Fraktionsstellung seines Onkels, die er durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob er der Initiator des Ganzen war. Auf jeden Fall war er der Begünstigte einer Fraktionsforderung und ist damit jetzt König von Irland. Und unsere geliebte Schwester, mussten wir jetzt auch feststellen, ist von Königin von Frankreich degradiert worden zur Gräfin eines irgendwo dahergelaufenen Grafen, was ich echt so naja finde. Aber gut, sie ist hoffentlich glücklich. Ist der... Ich dachte gerade, als ob er irgendwie eine Krankheit hätte. Aber naja, gut. Ja, was aber eben die ganzen Karten im Diplomatiespiel neu mischt. Und ja, ich bin trotzdem immer noch daran interessiert. Ich finde, Frankreich ist immer noch ein sehr guter Verbündeter mit 7000. Ich meine, Kastilien wäre jetzt schon noch mal ein bisschen stärker. Aber die sind mir schon eigentlich fast einen Tacken weit weg. Genau, und deshalb würde ich es nochmal mit Frankreich versuchen und auch diesen König, er hat einen Sohn und ich habe eine Tochter und da bieten wir doch mal die Heirat an und jetzt bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Kommt es dann zum Bündnis? Da bin ich jetzt gerade verwirrt, weil es jetzt explizit so nicht steht. Aber wenn wir mal hier drüber gehen, über Bündnis macht, dann ist hier natürlich Kastilien, doch hier Frankreich. Bündnis mit Frankreich. Genau, das ist der Sohn des Königs, ne? Ja. Also das ist auch eigentlich eine wirklich ebenbürtige Hochzeit. Prinz und Prinzessin. Das werden wir abschicken und dann haben wir auch wieder ein Bündnis mit Frankreich. Gut. Das mal als erstes. Und dann habe ich auch gesehen, der Kreuzzug hier läuft ziemlich gut für die katholische Seite. Wir sind bei 87%. Das letzte Mal, als ich da drauf geschaut hatte, zu Beginn der letzten Folge, war der noch bei 60. Also das läuft und sie haben es auch wirklich mal, ich habe gerade schon mal reingeguckt, gut geschafft, hier echt ein ganzes Stück zu erobern.
Was, glaube ich, sogar... Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, aber es ist schon ein großer Teil des Gebietes. Deutlich, militärisch deutlich überlegen und alles. Ich gebe auch zu, mir hat schon fast in den Fingern gejuckt, doch mal mitzumischen. Aber ich glaube fast, dass sich das gar nicht rechnet, weil bis wir da sind, könnte das durchaus schon entschieden sein. Also wir könnten den Ausgang dieses Krieges, des Kreuzzuges miterleben. Was mir ein bisschen wundert, ist, dass sonst gibt es immer noch dieses andere Icon hier für Kreuzzüge. Das ist nicht mehr da. Das verwirrt mich ein wenig, weil es könnte bedeuten, das ist jetzt so meine Erklärung, weil wir es uns doch schon recht lange aus dem Kreuzzug herausgehalten haben, dass wir nicht mehr das Recht haben, einen Begünstigten zu benennen, der vielleicht irgendwas kriegt. Das wäre natürlich schade und daher ist es noch weniger sinnvoll, da weiter einzusteigen. Genau. Ansonsten war hier, haben wir hier ein bisschen stationiert und ausgebaut. Genau, da hatten wir die Lederzelte, die ganz gut geworden sind. Jetzt, wo hatte ich? Ich hatte hier das Kriegsvolk, ne? Kann ich das hier nicht einfach irgendwo sehen? Ah ja, genau, da ist das gepanzerte Fußvolk. Und hier ist auch noch wirklich noch gar nichts ausgebaut. Deshalb würde ich hier doch mal... das ist auch Bogenschützen. Kriegvolk, Besitztumssteuer plus 4. Oh, hier kann ich auch einen Handelshafen bauen. Das ist schön. Aber extra etwas für Flenkler, Bogenschützen. Das ist schwere Reiterei. Ja gut, dann würde ich hier mal nee, das Milizlager nicht. Die Grobschmiede. Weil da der Schaden generell nochmal erhöht wird. Wir haben ja auch die Kaserne schon, ich Idiot. Die könnten natürlich auch einfach erstmal ausbauen. Was aber mehr kostet, als wenn wir die Grobschmiede bauen. Ja, dann bauen wir hier erstmal eine Grobschmiede hin. So. Gut. Und dann lassen wir mal laufen und beobachten mal, was das mit dem Dingensbummens, mit dem Kreuzzug gibt. Und ob Frankreich hier das annimmt. Ja, wir haben ein Bündnis mit Frankreich. Wunderbar. Ausgezeichnet. Das heißt, dass auch unsere Tochter, so wie unsere Schwester schon, Königin von Frankreich wird, so Gott will. Hoffen wir mal das Beste. Genau, der mag uns zwar nicht so ganz. Da würde ich dann auch nochmal zusehen, dass sich das ändert. Genau, aber hier haben wir immer noch unsere... Fraktion, da sind wir ja bei unseren Cousin zu beeinflussen. Das irgendwie ziemlich lange dauert. Ja, aber wir sind ja eigentlich... Wir sind auch diplomatisch gar nicht so visiert, sehe ich gerade. Ich dachte irgendwie, wir wären da visiert haben. Unser Mann ist auch nicht so toll. Trotzdem plus 4. Das könnte da gerade, ja, das könnte uns gerade ganz, ganz nützlich sein. Ja, so machen wir das mal. Der mag uns auch immer noch nicht, aber das müssen wir uns später mal drum kümmern. Okay, wir können einen Vorzug im Bildungs-Dingensbums machen. Ich glaube, ich wollte auf Gelehrter gehen, ne? So. Eure Mündel können zusätzliche Werte erhalten und eure Freunde werden, okay? Und Spracherwerb. Wir haben derzeit keine Mündel. Fortschritt, Kulturinteresse plus 20%. Das nehmen wir auf jeden Fall.
Mehr Entwicklung in Gemeindeeffektivität plus 20%. Ja. Ja, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, eine Fraktion hat sich aufgelöst. Das war die Populisten. Okay. Naja, die Freiheitsfraktion möchte ich trotzdem. Okay. Grafschaft von Vermolis. Wo ist das? Das ist irgendwo in Francorch, denke ich mal, ne? Ja, also damit fällt das raus. Mit Francorch machen wir keinen Krieg. Wobei mich an sich immer noch so die... Wir haben ja hier noch... oh, wir haben keinen Hofarzt. Das müssen wir uns erstmal als erstes vielleicht um kümmern. Wir können nicht mehr um die Normandie... weil es die Normandie nicht mehr gibt, oder was? Doch. Warum können wir da keinen Anspruch mehr vom Papst? Damit wir können generell keinen mehr. Das ist aber merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Hm. Gibt's einen neuen Papst? Nee, ist immer noch der, der mag uns zwar nicht, aber naja. Warten wir es mal ab. Keine Ahnung. So. Befehlshaber befördert. Mein Ratsmarschall, der gute Herr hier, hat mir stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Er mag nicht so ein, mag nicht von so edlem Geblüt sein wie ihr, meine Lehnsherrin, aber bei meiner Treue, ich schwöre, Herrewald ist jemand, den man an eurer Seite haben wollte. 15-15, ja, den wollen wir haben. Und der ist, okay, er ist Folterer, ist ein Waldkämpfer, ne? Mega Taktiker. Ja, finde ich gut. So, gut, wir waren ja eigentlich dabei, einen Arzt suchen. Suche beginnen. So, okay, da geht es immer noch fröhlich weiter. Der, er ist immer noch Gicht geplagt und ein Gärtner. Also warum kommen denn hier nur so Luschen? Er hat jetzt Bildungswert von 12. Ich guck mal einmal, ob wir irgendjemanden haben. Der hat ein Bildungswert von 16. Also unser Erzbischof. Und selbst der ist schlecht geeignet. Und wir haben hier auch einen eigenen 12er. Da müssen wir jetzt nicht noch einen für ein Geld ausgeben. Beeindrucken mich beide nicht. Heiliger Brief, okay, da gucken wir gleich nach. Ich würde, es ist einfach ein Höfling von uns. Der mag uns zwar auch gerade noch nicht so besonders, aber den würde ich jetzt einfach mal, weil er ist schon mal deutlich besser, ne? Ach ja, komm, wir legen unser Heil in die Hände Mutter Kirche und rufen unseren Erzbischof. Wo kommt der eigentlich weg? Ist. Okay. Hä? Hä? Wer ist denn, der ist ja gar nicht katholisch. Was ist das denn? Organisierter christlicher Glaube? Was ist denn hier los? Das verstehe ich nicht. Macht der die Gemeinde denn hier jetzt katholisch oder was ist hier los? Das muss ich jetzt gerade mal, das warten wir mal ab, die 37 Tage, was denn da passiert. So, heiliger Brief. Oder bin ich nicht mehr katholisch? Was ist denn hier passiert? Wie? Was? Ach, das war... da habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Als ich den Nervenzusammenbruch hatte,
Oh, das müssen wir ganz schnell ändern. Nee, 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 wir wollen ja katholisch werden. So weit entfernt. Scheiße! Wie werde ich denn jetzt wieder katholisch? Scheiße! Scheiße! Ja, aber dann, dann stoppt das hier mal ganz schnell. Anspruch fingieren wir. Nee, nee, nee. Das mit. Scheiße. Oh, ey. Ich könnte mich gerade in den Hintern beißen. Wie kann ich denn jetzt katholisch werden? Das kann man jetzt irgendwie als Entscheidung machen? Kriege eine Blutlinie rein. Nee. Ach, da steht's. Wunderbar, ich kann zu Glauben konvertieren. Ja, aber sowas von. Aber ganz, ganz schnell. Warum kann ich das nicht? Ihr seid in meinem laufenden Religionskrieg, ja, aber einen katholischen! Ah, das gibt es doch nicht! Ah, ich könnte mir gerade in den Hintern beißen. Ah. Ja, yeah, komm, gelobt sei Gott, das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Oh. Ja, aber gut, das erklärt, warum wir das alles nicht mehr können, wenn wir nicht mehr... Ach. Ah! Jetzt doch nicht. Ja. Ich glaube, diese Folge werde ich geistige Verwirrung nennen. Auch wenn die Verwirrung schon in der letzten Folge war, ist egal, da ist es mir ja nicht aufgefallen. Ja, schauen wir mal. Ja, unser Seelenheil liegt dann jetzt hier auch in. Gut, wir konnten da jetzt auch wieder mit einsteigen, aber das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, weil wir überhaupt nicht davon profitieren können. Und das ärgert mich jetzt wirklich ungemein. Dass wir jetzt da trotzdem nicht hinkonvertieren können. Klickt, um den Glauben zu kommen. Ja. Ja! Oh. Aber meine Familie ist noch. Die sind noch gedrückt. Und sie ist schwanger! Ach, wenigstens eine gute Nachricht. Sehr gut, sehr gut. Also den. Thronerbschaft ist gesichert. Hoffentlich. Also, das Kind muss erstmal geboren werden und alt genug werden. So. Ja, guck mal. Da kommt sie nicht. Und wieder eine Tochter. Meine Tochter und Erbin Philippa hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Kerrigold-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet werden. Was steht denn hier? Aber ich kann trotzdem ein guter katholischer Name wählen. Helene hatten wir schon. Fällt mir irgendwas denn ein gerade? Magdalena. Und ach, vielleicht wird sie unsere Erbin und Spieler. Wir nennen sie Katharina. Da gibt es einige tolle Heilige
Katharina von Alexandrien zum Beispiel oder von ach, wer ist denn jetzt? Katharina von Avila? Gibt's glaube ich auch noch, ich glaube die bekanntere. Katharina. Das ist doch ein guter, starker Name. Möge ihr stark und weise werden. So. Tja, so, was läuft denn hier sonst noch gerade so? Haben wir hier noch was? Da bauen wir eine Sache aus. Stehen geldtechnisch gerade ganz gut da. Unser Militär ist auch inzwischen voll ausgebildet. Ja. Und dann würde ich da auch nochmal schauen, dass wir da weiter gut einfach für die Stationierung gute Sachen bauen. Was hatten wir hier stationiert? Haben wir gar nichts stationiert? Anscheinend nicht. Okay. Das wundert mich jetzt, aber dann ist das so. So, hier haben wir die Reiterei. Dann würden wir hier erstmal noch die Stallungen bauen. Ja. Errichten. So. Ich finde hier so mittendrin die Reiterei liegt doch eigentlich ganz gut. Hier konnten wir, glaube ich, noch den Steuerhafen. Geht das hier zufälligerweise auch? Weil das an dem Fluss liegt? Nee. Schade. Aber da könnte das gehen. Handelshafen. Mhm. Müssen wir einmal gucken, das gucke ich aber in Ruhe, was da besser ist. Ob Handelshafen oder Getreideäcker. Aber wir haben nämlich Getreideäcker und einfache Weiden. Ich glaube, da könnten wir eins von rausnehmen. Und wir könnten noch einmal gucken. Und hier auch noch die Lederzelt, die können wir 100. Ja, das verbessern wir auch noch. Heute wird investiert, Freunde. Genau. Aber wir können das hier auch wirklich mal weiterlaufen lassen, damit wir hier auch mal ein bisschen Progress machen. Okay, was ist hier jetzt los? Die Freiheitsfraktion hat sich ausgelöst. Und das war unser Ratsmarschall, glaube ich. Der ist gestorben. So. Alles schon mal gut. Damit haben wir hier schon mal wieder erstmal Ruhe im Karton. Das sehe ich gerne. Ja. Ratsmarschall. Er ist so ein mächtiger Verfall, aber der kann halt nicht viel. Haben wir sonst noch? Normalerweise stand hier immer mächtige Vasallen, die den Rat wollen, aber irgendwie ist das da nicht mehr drin seit dem Update. Ja, dann werden wir hier eben, das ist gerade der Beste, den wir haben, und werden wir den mal zuweisen. Und weiter auf Ausbildung stellen. Oh, ich könnte mich hier immer noch ärgern mit, dass wir jetzt aus katholisch raus sind, weil das Ganze nichts mehr bringt. Der ganze Kreuzzug war umsonst, weil wir nichts von den Erträgen erben werden. Also der Joachim, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Den können wir mal suchen. Charakter finden. Ich dachte, könnte man hier jetzt so einfach finden. Das war aber, glaube ich, kann ich mal eben durchklicken. Von von hier? Ja, genau, doch. Ja, er lebt da noch und er ist Ratskanzler sogar. Und er mag uns nicht. Wahrscheinlich, weil wir nicht mehr katholisch sind und ihn haben dadurch fallen lassen. Ach ja, da habe ich nie aufgepasst. Ja, so läuft. Okay. Am Bauernpöbel. Und Dublin, warum denn das?
Ist da irgendwie... Warum ist die Volksmeinung da so wenig? Ah, die haben eine andere Kultur und... ja, wir sind halt nicht katholisch. Das erfassen uns gerade alle. Zu Recht! Zu Recht! Nein, natürlich nicht. Ja, aber trotzdem. Gut ist das nicht. So, ich würde jetzt hier mal die Beeinflussung starten. Nur 50%, das ist ja was. Trotzdem sollten wir uns mit dem ein bisschen positiv stellen, dass er uns auch in den Krieg folgt, wenn wir nötig sind. Oh, die hasst uns auch! Was ist denn hier los? Ah. Wir haben... Nee, nicht wir, unsere Mutter hat das noch gemacht, auf den Thron verholfen. Exotische Waffen. Neben ihren seltsamen Waren bringen Händler auch fantastische Geschichten aus fernen Ländern mit, die nicht zu bestätigen und voller Wunder sind. Eine Gruppe von walisischen Krämern gibt vor, martokanarische Gegenstände mitgebracht zu haben, die vom fernen Hof eines großen Herrschers stammen. Ja. Hünit, das Oberhaupt der Händler, grinst finster. Ich habe eines eurer Artefakte gesehen. Schwert von Hochkönigin Elisabeth. Trennt euch davon und ich gebe euch im Gegenzug eine einzigartige Waffe, Rüstung, wenn ich nur irgendwie die Geschichte... Nein, also es kommt gar nicht in Frage, dass wir das Schwert unserer Mutter, für irgendeinen komisch dahergelaufenen Schuppenpanzer eintauschen. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Ein Ritter wurde verbessert. Das ist schon mal gut. Gut, und jetzt will ich nur hoffen, dass die hier zu Potte kommen, damit wir katholisch werden können. Das ist einfach auch doof von der Spielmechanik. Ich kann nicht beitreten, also ich kann nicht konvertieren zum Katholizismus, weil ich einem katholischen Religionskrieg angehöre. Ist doch dämlich. Ah, na ja. Die Inselchristen, die mögen mich wenigstens, oder? Ja. Und Volksmeinung 0, dem bin ich einfach egal. Das ist auch in Ordnung. Da wie ist es? Plus 10. Plus 20. Ach ja. Im Norden läuft's noch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, da haben wir gebaut. Wo ist das? In England? Ach, aber für eine so eine publische Grafschaft möchte ich mich eigentlich nicht mit England einlegen. Das lohnt sich irgendwie nicht so richtig, oder? Ja, lassen wir mal bleiben. So. Ach, hier haben wir noch irgendeinen... Okay. Anzügliche Lektüre. In letzter Zeit kann ich nicht umhin, die Scharen kichernder Maiden und sonst so disziplinierten Krieger zu bemerken, die sich in dunklen Nischen versammeln, um verzückt einem Buch zu lauschen. Heute habe ich endlich Philippa mit dem Buch in ihren Händen in die Enge treiben können. Es ist eindeutig ein zügelloser Text, randvoll mit sinnlichen Verlockungen, irdischen Verführungen und üppigen Busen. Ich schweige, während ich über die mutmaßlichen Reaktionen von Erzbischof El Kultur nachdenke und Philippa starrt mich besorgt an. So. Da bekommt sie Meinung von uns. Also, was unser Bischof von uns denkt, ist wirklich komplett egal. Das werden wir, sobald wir gehen, werden wir die natürlich wieder rausschmeißen. Aber irgendwie finde ich es ganz witzig. Passt zwar eigentlich überhaupt nicht so zu unserem Charakter. Ehrlich. Ja, aber ehrlich so. Ja, wir sagen jetzt mal unspannend. Warum nicht? Gut. Und ich würde sagen, damit ist auch dieser Folge Genüge getan. In der ich mich eigentlich größtenteils darüber aufgeregt habe, warum ich nicht katholisch bin.
Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß, hier mir bei meiner Verzweiflung zuzuschauen. Und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut!